Hallo Messefreunde, hier ist Jake. Willkommen zu meiner Sonntagsausgabe. Heute mal ein Special zu Solinger Messern und dem verborgenen Erl, dem sogenannten Schrauberl. Ich nenne ihn auch schon mal Fachtenerl. All diese Messer haben Klingen mit diesem angeschweißten Erl, der verborgen im Griff ist, und am Ende ist dieses Gewinde. Und mich erreichen immer wieder Fragen, wie bekomme ich den Griff ab, beziehungsweise wie kann ich den wieder neu befestigen, was passiert, wenn der Griff sich verschoben, verdreht hat, wie kriege ich das wieder hin? Das schauen wir uns gleich mal genau an. Jo, also wie gesagt, da gibt es zum Beispiel die Remington Bowie Messer. Die haben den Aluknauf mit der Messingmutter und da sieht man auch noch einen Teil vom Erl, dieses Gewinde am Ende. Hier ein Hubertus Fachtenmesser, schönen Messingmonturen, die gleiche Mutter und der gleiche Aufbau, ein altes Puma Fachten- und Wurfmesser, hier ein schweres Wurfmesser von Herberts, auch hier der gleiche Aufbau. Dann mein altes Sheepfoot von Puma, mit dem kleinen Knauf, aber auch die Messingmutter ist identisch zu zum Beispiel diesem riesen Remington Bowie von Jacobs. Mag es nicht glauben, aber wenn man es daneben hält, kann man es, glaube ich, erkennen. Also man braucht nur ein Tool, um diese Mutter zu lösen oder wieder zu befestigen. Zu kaufen gibt es das, glaube ich, nicht. Habe ich nirgendwo gesehen bis jetzt. Deswegen habe ich mir vor Jahren schon mal zwei Sachen einfallen lassen. Einmal hatte ich einfache Nägel, so Drahtstifte, in ein Holz geschlagen mit dem richtigen Abstand. Der sollte ungefähr 6 mm betragen, weil dieses Gewinde ist 5 mm stark, also so 5,5 mm, denke ich mal, wäre gut. Und der Außenabstand darf dann nicht mehr als 9,5 betragen, damit das schön hier hineinpasst. Und damit kann man also die Mutter lösen und wieder befestigen. Hat sich aber auf Dauer nicht bewährt, weil die Stifte und das Holz nicht robust stark genug waren. Die haben sich immer so leicht verbogen. Dann hatte ich mal die Idee, mit dieser Schraube, Mutter und Plättchen plus die beiden Stahlstifte, funktioniert auch leidlich, ist nicht ideal und deswegen
kommt jetzt immer meine dritte Lösung zum Zuge. Das ist ein uralter Schlitzschraubenzieher gewesen. Den habe ich so verändert, indem ich die Mitte rausgeholt habe, die richtigen Abstände, also wie gesagt hier 5,5 mm in der Mitte weggenommen und das ist ungefähr 9 mm breit und passt dann genau in die Aussparung. Und damit lässt sich dann und so sieht diese Knaufmutter, die Runde aus. Aus Messing ist die. Und die passt genau in diese Aussparung am Knauf. Dann hat man den Rest vom Griff. Jetzt könnte man auch Teil für Teil hier runternehmen, austauschen, neu zurechtrücken oder eben auch dauerhaft verkleben, indem ich hier Epoxidharz einfülle. Das mache ich aber nur einmal und dann ist das eben so, dass man das nicht mehr verändern kann. So, jetzt setze ich den Knauf wieder drauf. Muss ich darauf achten, dass sie richtig sitzt. Ja, und so lässt sich das leicht lösen, wieder befestigen. Ist kein Hexenwerk. Das war's dann auch schon. Meine kurze Vorstellung von den Tools, die ich mir gebaut habe zum Lösen des Solinger Fachtenerz oder Schrauberz oder wie auch immer. Gut, Leute, ich wünsche euch eine gute, gesunde Zeit. Bis demnächst. Ciao.